Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem fünftletzten GoB-Studio. Ende Jahr ist nämlich Schluss. Aber wie immer kochen wir etwas Lustiges zum Nacht. Heute gibt es Schinkli mit Knödel. Und als erstes gebe ich gerade mein Schinkli, das ist ein geräuchertes rohes Schinkli, ins heisse Wasser und lasse hier während anderthalb Stunden ziehen. Mm. Was brauche ich noch weiter? Das sind meine Zutaten, die ich gekauft habe. Für die Knödelmasse habe ich hier das Brot verzopft. Jetzt kommt gerade Milch rein. Milch? Das ist auch Milch. Milch, das stimmt, ja. Okay. Milch. So. Und dann kannst du mir dort gerade das Gemüse reingeben. Ja. Das ist so, okay. So, da habe ich Rüebli, Zwiebeln und Sellerie schön gedämpft. Das ist jetzt natürlich wieder kalt. So. Susanne, was machst du eigentlich, wenn es das GoB-Studio nicht mehr gibt? Ah, dann arbeite ich weiter als Personalentwicklerin. Als Personalentwicklerin? Mhm. Aha. Das heisst, du wirst Mutter? Hey. Komm, wir machen weiter. Kannst du mir noch Tee rein tun? Genau. Peterli rein da und dann Mehl. Ich gebe jetzt mal etwa so 3 Esslöffel rein. Je nach Feuchtigkeit der Masse muss ich nachher noch etwas dazugeben. Wichtig ist einfach, dass die Masse schön zur Knödel formbar ist und mir nicht alles verläuft. Ja, gerne noch Salzen und Pfeffer. Was machst denn du? Weißt du, ich bin bei dieser Sendung dabei, dieser PISA-Studie, die es gibt im Schweizer Fernsehen. Genau. Da vertrete ich den Kanton Zürich. Ne? Und jetzt muss ich mich ein bisschen vorbereiten, ich muss mich ein bisschen weiterbilden, Fragen ein bisschen anschauen. Zum Beispiel, wieso heisst PISA-Studie überhaupt PISA-Studie? Oh, keine Ahnung. Weil die Fragen so schräg sind. Gut, oder? Ja, ist gut. Die Masse kann ich jetzt ganz gut kneten und anschließend in einer halben Stunde bei Zimmertemperatur zudeckt quellen. Es gibt viele Sportler, die sehr viel Geld verdienen. Es gibt aber viel mehr Sportler, die praktisch kein Geld verdienen oder ganz, ganz wenig. Und die werden finanziell unterstützt, unter anderem natürlich auch von GoB. Seit vielen Jahren fördert GoB talentierte Sportlerinnen und Sportler. Einige davon haben es weit gebracht, andere sind auf dem besten Weg zum Erfolg. Auch Sportler, die weniger im Rampenlicht stehen oder der Breitensport, werden durch GoB regelmässig unterstützt. Im internationalen Jahr vom Sport hat GoB außerdem eine Zeit lang 10% vom Verkaufspreis von ausgewählten Produkten für die Nachwuchsförderung im Schweizer Sport auf die Seite gelegt. Und am letzten Freitag ist die schöne Summe von 300'000 Franken der Sporthilfe übergeben worden. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit den 300'000 für die Jugendlichen. Ganz herzlichen Dank. Danke vielmals, dass du hier. Was mit dem Geld jetzt passiert, haben wir von der Präsidentin der Schweizer Sporthilfe noch wissen. Die Stiftung Schweizer Sporthilfe unterstützt junge Sportlerinnen und Sportler, die Leistungssport betreiben, die Talent sind. Wir unterstützen etwa 2'500 Sportlerinnen und Sportler, etwa 32 Verbände in 49 Sportarten. Das sind eindrückliche Zahlen. Und die Gelder gehen zum Teil direkt an die Athletinnen und Athleten und zum Teil gehen sie an die Verbände, die das Geld für Nachwuchsförderung einsetzen oder Trainerfinanzierung damit. Ich bin hier gerade am Formen dieser Knödel. Am besten geht das, wenn ich ganz nasse Hände habe, weil dann klebt die Masse viel weniger dran. Dann schön pressen und sie gerade ins gleiche Wasser geben, wo das Schinkli drin ist. Ah ja. Gibt es ein gutes Aroma. Du kannst mir noch die Meerrettichsauce machen, auf Basis von Sauermilch, Salz, Pfeffer und natürlich ein bisschen Meerrettich. Gerne. Die lasse ich so lange drin, die Knödel, bis sie nachher einfach oben schwimmen und dann kann ich sie anrichten. Ja, hey, René, was fragen Sie denn so in dieser PISA-Sendung? Das weiss ich nicht, aber ich nehme mal, es geht so um Fragen wie wie lange braucht ein Auto mit der Durchschnittsgeschwindigkeit von 63 km pro Stunde von Zürich auf St. Gallen? Gut, das ist aber nicht die Frage. Die Frage müsste auch heissen, was kostet die Fahrt mit der 63 km pro Stunde Fahrt von Zürich auf St. Gallen? Weißt du, was ich meine, wegen der Radarfahrer und so? Du meinst, du redest aus Erfahrung, hä? Noch nicht, aber es kommt wahrscheinlich bald. Ja. Das kannst du mir noch anrichten, dort in die Schale. Da rein? Viel? Gerne. Nur ein bisschen. So. Noch ein bisschen mehr. Schinken. Dann noch die Knödel. Ich habe ein paar vorher schon drin, darum sind schon ein paar so weit. So, ein bisschen abtropfen, dass ich in der ganzen Suppe drin habe. Im Teller. Und das mit auch noch drin? Ja, tipptopp. Das Peterli auch schon. Ja, aber schau mal das an. Schön. Und das Rezept gibt es immer noch zu lesen im Internet oder in der GoB-Zeitung.
So. Oh, schau, dann, schau. Oh, ja, die sind ganz schön. Ja, die sind nächsten drei, du, he? So. Ja. So. Oh, kannst du es noch heben? Ja. Gut. Wunderbar. Das ist wirklich fein. Wenn sie auch noch nicht zu Nacht haben, einen guten daheim. Mm. Du schneidest mir auch eins ab. Mm.